Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Star Stable Remake. Ja, ich stehe hier wieder in Vale bei der guten Elisabeth. Der hatten wir ja gestern den Apfel gebracht, den goldenen aus dem Apfelhain. Und jetzt mal sehen, ob sie da irgendwas brauen konnte oder was sie jetzt da noch für Zutaten braucht, um was draus zu machen. Hallo Ximena, die Grundlage für das Gebräu ist fertig. Heute brauchen wir die letzten zwei Zutaten für die Kur. Kannst du mir noch mal helfen? Natürlich kann ich das, aber klar doch, Elisabeth, was sollen wir denn tun? Danke, was wir brauchen, ist das Blatt einer Wasserlilie und den Dorn eines Dornbusches. Aha, okay, und wo finden wir das? Das Blatt der Wasserlilie kannst du auf der anderen Seite der Brücke hier in Valdale finden. Man sagt, dass Wasserlilien, genau wie die Blumen Aydins, besondere Fähigkeiten haben. Die letzte Zutat, die wir brauchen, ist der Dorn eines Dornbusches. Sie wachsen in der Nähe des Weges, der zum Observatorium führt. Diese Dornen sind sehr giftig. Wenn sie falsch zubereitet werden, richtig zubereitet jedoch, sind sie sehr nützlich. Ich brauche die Sachen jetzt sofort. Okay, ja dann, ja, mein Gott. Elisabeth, echt mal, es ist noch früh am Tag und du hetzt mich hier durch die Gegend. Es ist unglaublich. Aber gut, wir werden erstmal sehen, dass wir diese Wasserlilie finden. Ich vermute ja mal vielleicht Richtung Mühle, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich. Oder warte. Brr, andere Richtung. Da hinten sind da auch ganz viele Blumen. Da, so bei dem... Ach, Richtung Wasserfall. Genau. Mal gucken. Vielleicht da. Nicht, dass wir jetzt in die falsche Richtung düsen hier. Und es ist in Wirklichkeit hier vorne. Das wäre ja ärgerlich. Dann gucken wir lieber erstmal hier. Ich meine nämlich, hier sind auch ganz viele Blumen. Da, guck. Richtig gedacht. Nehmen wir die mit. Das ist die Lilienblatt. Brauchen wir da zwei von? Oder bezieht sich jetzt das zwei auf die Dornen? Ich würde sagen, wir reiten jetzt erstmal eben zu Mario. Und dann sehen wir ja, ob wir eventuell noch eine Lilie brauchen. Die können wir ja hier holen. Das ist ja nicht ganz so weit. Aber jetzt machen wir uns erstmal rüber zu Mario und schauen mal, dass wir da dieses Dorngestrüpp finden und ja. Wie kommen wir da jetzt am geschicktesten hin? Nein, das ist die falsche Richtung. Ich wollte auch gar nicht hier hoch, ich wollte einen weiter hoch. Oh, Menno! Ich wollte hier hoch. Da, da. Beim Druiden vorbei, bei den Runensteinen. Genau. So, mal sehen. Da kommt man nämlich ganz prima nach oben. Letzten Endes. Mal sehen, ob wir da diese Dornen schnell finden können. Ach, Gebüsch, Gestrüpp, Hilfe. Das ist aber nicht das Gestrüpp, was wir suchen. So. Ja, hier, guck mal, Ghostbird. Jetzt Level 12. Das klappt richtig gut mit dem. Das ist doch auch hier so ein Dornengestrüpp. Letzten Endes. Aber das meinte sie nicht. Also das ist es wohl nicht, was glitzert. Das soll ja irgendwie am Weg sein zu Mario. So, und der ist jetzt hier vorne. Und dann reiten wir einfach hier den Weg hoch. Mal gucken, ob wir da irgendwie das Gestrüpp finden. Und dann sehen wir ja auch, ob wir noch was brauchen. Und ob wir dann nochmal rüber zum See. Nein, zum Fluss müssen. Oh mein Gott, echt. So, hier vorne sind ganz viele von diesen Dornbüschen. Vielleicht hier ja irgendwo. Ja, guck, da glitzert es auch. So, schnapp. Da hier, besondere Pflanzen finden. Alles klar, das war jeweils eins. Das ist gut. Dann können wir ja jetzt sofort wieder zurück zu Elisabeth. Das ging ja jetzt erstmal flott. Mal sehen, was sie jetzt dazu sagt. Ob sie jetzt direkt irgendwie, ja, das Gebräu für das Pferd von Felicity bereuen kann oder ob da wieder jetzt noch was fehlt oder wir noch wieder tagelang warten müssen, bis das fertig ist, weil das noch irgendwie ziehen muss oder whatever. Keine Ahnung. Immer wieder spannend, was hier ja so passiert und was vor allem ja den Entwicklern von Star Stable so eingefallen ist. Ich finde das schon ganz klasse. So, jetzt sind wir schon wieder fast unten. Man kann hier so schön über diese Kreise ab kürzen. Das ist immer ganz geschickt irgendwie. Da muss man nicht so ganz nach unten auf den Weg, sondern hier einfach so querfeldein und fertig. Gut. Aber genug geredet. Jetzt sind wir bei Elisabeth. Ich bin gespannt, mit was sie jetzt wieder um die Ecke kommt. Hallo Elisabeth. Vielen Dank. Ich kann das Gebräu jetzt fertig machen. Ja, das ist schön. Während ich das Gebräu fertig mache, kannst du vielleicht Felicity und Summer Breeze besuchen. Das Gebräu wird morgen fertig sein. Ja, ich habe es doch irgendwie so geahnt, dass da wieder was mit morgen kommt. Ja gut, dann hüpfen wir hier mal eben schnell in den Transi und fahren rüber nach Forgrove zu Felicity. Mal hören, wie es da ja so aussieht und wie die Lage ist, ne? So.
Na, hup, hup, fahr mal schneller hier. Wir wollen heute noch ankommen. Ja, wunderbar. So. Guten Morgen, Felicity. Ja, Besuch. Hi, Ximena, ich bin so froh, dich zu sehen. Ja, das freut mich. Die Tierärztin hat Summer Breeze untersucht. Es scheint sehr ernst zu sein. Sie wollte mir aber nicht sagen, wie ernst. Ja, das war irgendwie ein bisschen abgesprochen, glaube ich. Wie auch immer, sie hat mir von der Kur erzählt, die du und Elisabeth zusammenbrauen. Und das hat mich ein wenig erleichtert. Du hast ja keine Ahnung, wie viel mir deine Hilfe bedeutet, Ximena. Ich werde Summer Breeze bis morgen noch per Hand füttern. Das ist eine gute Idee. Und jetzt können wir hier... Nein, ich möchte nicht übernachten. Abbruch. So. Was haben wir denn jetzt hier eventuell in der Nähe? Wir haben ja jetzt so gar nichts hier aufgenommen. Weingut? Wer ist das? Garten. Ach, lass doch mal zum Weingutgarten fahren. Dann gucken wir doch mal da vorbei. Oder am Weingut, was da ist. Also auf jeden Fall Weingut ist das Ziel. Und da schauen wir mal, wer da so auf uns wartet und was da eventuell noch zu tun ist. Na, so ein bisschen was wollen wir ja noch tun. Wir wollen ja hier immer nicht nur so 3,5 Minuten vor uns hin dümpeln. So, wer hat denn hier noch was? Achso, hier vorne irgendwo. Wir können natürlich jetzt auch hier weitermachen mit Alex, ne? Wäre auch eine Idee. Oder sollen wir zum Garten? Ach komm, dann reiten wir heute zum Garten. Ich hoffe, dass das ein bisschen flotter geht, dass wir jetzt nicht so ewig lange da im Garten brauchen. Das dürfte jetzt sogar Anfang sein der Gartenquests. Ja, ja, wer sie noch nicht hat, freut euch drauf. Ich habe das ja alles schon mal mit dem zweiten Account gemacht, also mit meinem ersten Account, andersrum. Das ist ja der zweite. Mit dem ersten Account, mit Deximina Evening Lee. Ich weiß, wie viel Arbeit das war. So, ugh. Ich vertue mich hier immer. Hier müssen wir lang, ne? Ja. Da lang geht's. Runter zum Garten. Wow. Ich habe tatsächlich diesen Zaun gerade übersehen. Unglaublich. So. Und hier ist ja der verwucherte, verfilderte Garten. So, Hallöchen, ihr zwei, Björn und Agneta. Hallo, Björn. Hallo, was für ein schönes Pferd, das du da hast. Entschuldige, darf ich mich vorstellen? Ich bin Björn, von Beruf Gärtner, Künstler und allgemeiner Superästhet. Dein Pferd muss das schönste Pferd sein, das jemals in Jorviks schönes Land mit seinen Hufen betreten hat. Ich muss es irgendwann mal malen, versprochen. Oh, und das hier ist Agneta, meine schöne, liebe Frau. Gemeinsam sind wir ein starkes Team und eine glänzende Vision, einem heiligen Auftrag, einer Mission. Was redet er da? Er ist ein bisschen wir, oder? Wir haben den Garten des Weinguts in seiner wunderbaren ehemaligen Herrlichkeit wieder aufbauen. Ach, wir werden, okay. Jetzt habe ich eine Idee. Du musst mir da mit dabei sein. Nein, ich werde, nein, nicht als Antwort akzeptieren. Ich sehe es schon vor mir. Björn, Agneta und Ximena, die Schlagzeile in der Jorvik-Gazette. Gemeinsam verbrachten sie das Kunstwerk des Jahrtausends und erbauten das achte Weltwunder, die Silbergärten. Das wird super genial. Nimm diese Messstäbe, die wie oder wie auch immer die heißen, und steck sie in den Boden dort drüben auf der Koppel. Sobald das erledigt ist, können du und meine liebe Agneta anfangen zu arbeiten. Aha. Okay, also, dann fangen wir hier jetzt mal an, die Messstäbe zu verteilen. Das kriegen wir noch locker flockig hin. Da habe ich jetzt keine großen Sorgen. Und ja, dann mal sehen. Das war jetzt hier oben. Ne? Dann müssen wir da hoch. Wo haben wir die Messstäbe? Die haben wir im Rucksack. Ist schön, schön. So, und hier auf den Ecken kommen die hin. Mach nicht so schnell. Mensch, Ghost. So. Ja, ja, nur reg dich nicht auf hier. Ach Gott, der ist eine Zicke manchmal. Aber eine schöne. Komm, auf zum nächsten Platz. So, da. Da auf die Ecke kommt der nächste Stab. Ja, hier noch einer hin. Ich habe schon wieder diesen Aufnahmefrosch im Hals. Mann. Und dann kommt hier noch einer hin. So, und damit ist schon mal... Ja, da war eine Kante. Das ist jetzt... Oh Gott, du wirst es echt überleben, Junge. Dann mal wieder rüber zu Björn. Er meinte ja, jetzt können Agneta und ich dann anfangen zu arbeiten. Was macht er denn? Also ich meine, was tut er denn in der Zeit, wenn wir arbeiten? Oh, wie gut, Ximena. Das ist alles so aufregend. Nun musst du mit Agneta reden und ihr sagen, dass sie jetzt mit dem Jäten des Gartens anfangen kann. Beeilung, schnell, schnell. Okay. Hallo, Agneta. Warte.
Ach so, wir haben jetzt angefangen, den Ruf beim Gärtner des Weingartens aufzubauen. Ja, wir warten. Stopp! Ui, was für ein leckeres Garnelen-Sandwich, das du da hast. Mit Mayonnaise und Schrimps und leckeren Sachen gefüllt. Was willst du denn? Halt, halt, halt! Dort anhalten! Komm mir bloß nicht daher und erzähl mir, wie man einen Garten säubert. Mit meinen eigenen Händen. Ja, ganz genau. Hör zu, du kleines Mädchen. Hier gibt es keine halben Sachen. Reite zu meinem alten Freund Barney und bitte ihn um die Kettensäge, die er sich letztes Jahr von mir geliehen hat. Ja, damit und mit ein wenig Dynamit werde ich schon Ordnung schaffen. Das wird super und dann kannst du dort Blumen pflanzen. Ach du je. Okay, ich glaube, ich reite wirklich gerne mal zu Barney. Jetzt erstmal weg von der guten Frau hier. Die ist ja mal ein bisschen derbe drauf, so von den Ideen her. Also Kettensäge und dann Dynamit und dann passt das schon. Und dann ist das alles schicki und dann. Ja, okay. Okay, also Barney ist Silo und da düsen wir mal eben hier so kreuz über die Felder und mal eben zum Silo rüber. Das ist hier ja hinter der Mühle sozusagen, ja, ne? Also so von hier gesehen jetzt. Achtung, wir kommen, gehen mal aus dem Weg hier. GED-Mensch. So, mal sehen, wie wir hier geschickt rüberkommen. Ich glaube, wir reiten hier wirklich so Luftlinie. Einfach so Richtung Mühle, dann an der Mühle runter und dann zu Barney. Und dann passt das, glaube ich, ganz gut. Wir müssen nur hier sehen, dass wir auch die Berge rauf und runter kommen und nicht irgendwo wieder hängen bleiben. Das muss, ja, das sollte zu vermeiden sein. Da ist der blöde Bagger hier. Ups, Bank. Lass mich mal hier durch. Ich habe es eilig. Ja, hob nicht rum. So, jetzt kannst du ja weiterfahren auf der Straße. So, und jetzt sind wir schon fast auf der Höhe von der Mühle. Das geht relativ schnell. Hier steht irgendwer dekorativ rum. Aurora, hallo. Und da ist das Silo in Sicht. Na, mal gucken, was Barney dazu sagt. Und ob der uns vor allem so problemlos jetzt die Kettensäge in die Hand drückt. Das ist ja immer noch die nächste Frage, ne? Ich weiß ja nicht, ob er da nicht vielleicht vernünftig ist und vorsichtig ist und sich erstmal irgendwie erkundigt und sich das erstmal überlegen muss und ach, was weiß ich. Man weiß es immer nicht. So. Hallo, Barney. Wir brauchen mal eine Kettensäge. Agnetas Motorsäge? Ja, die habe ich. Ja, die brauchen wir. Die Motorsäge kannst du nicht benutzen, Ximena. Denn sie ist so groß, dass man mindestens drei Leute auf einmal braucht, um sie hochzuheben. Aber wenn du sie auf den Pferderücken packst, sollte das in Ordnung sein. Grüß Björn und Agneta schön von mir. Tschüss, Ximena. Okay, wir haben jetzt hier die Kettensäge und müssen jetzt wieder zurück. Ja, okay. Lass mal überlegen. Wir machen es anders. Wir düsen hier drüben zu Steve und hüpfen da in den Transporter und fahren dann zumindest schon mal zum Weingut, zum Silverglade Pferdesportcenter und dann haben wir schon mal ein ganzes Stück abgekürzt. Sonst reiten wir uns ja hier heute einen Wolf. Ich meine, das würde ja gehen, klar. Huch, was war jetzt? Was war jetzt nicht richtig hier? Also echt Gust. So. Hier rein, zack. Und zum Pferdesportcenter. Ich bin ja gespannt, auf was für Ideen jetzt Agneta kommt. Ob die jetzt wirklich mit Kettensäge und Dynamit da ans Werke geht, das wäre ja irgendwie schon krass. Na, mal sehen. So, jetzt können wir hier um die Ecke biegen. Hier geht es nämlich auch wunderbar runter. Da müssen wir nicht diese schmalen. Ja. Ich habe echt gedacht, da passe ich dran vorbei. Oh Mann! Da müssen wir nicht diese schmalen Wege darunter kraxeln, sondern können hier ja relativ entspannt den Hauptweg reiten. So, man kann auch hier runter abkürzen. Viele Wege führen nach Rom, ne? Und eben sind wir hier runtergekommen. Ja. So. Und wir sind wieder im Garten. Zurück ging das jetzt doch ein ganzes Stück schneller. So, Agneta, wir haben die Kettensäge. Jetzt wird es aber langsam Zeit, Ximena. Also hier haben wir die Säge. Mal sehen. Die ist ja kleiner, als ich sie in Erinnerung hatte. Aber es wird sicherlich gehen, so ein Beet mit einem kleinen Zahnstocher wie dieser Säge zu roden, auch wenn es länger dauert. Du kannst morgen wiederkommen. Jetzt erstmal einen Schritt zurücktreten und eine echte Frau an die Arbeit lassen. Upsala. Okay, ui, ja, da hat sie jetzt die Kettensäge. Die ist ordentlich groß hier, oder? Also klein, naja, weiß nicht. Ja, ihr Lieben, aber dann sind wir hier erstmal durch. Morgen gucken wir dann mal bei der Felicity vorbei oder weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir auch ganz was anderes mal.
und gucken dann die Tage wieder bei Felicity und hier bei Björn vorbei. Mal schauen, mal sehen. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Wir sehen uns, wir hören uns. Bye, ihr Lieben!